Willkommen zurück zum Bus-Simulator 16, heute am Sonntag. Ja, nachdem wir gestern sehr wenig Geld verdient haben, war ich irgendwie sehr enttäuscht, bin auch immer noch ein wenig enttäuscht, denn eigentlich habe mir davon mehr erhofft. Aber nichtsdestotrotz, Leute, neuer Tag, neue Strecke, neues Glück. Lasset uns probieren. Die Strecke Nummer 11 haben wir jetzt, da habe ich Bock drauf. Immer diese Busauswahl, das ist echt, kritisch. Nee, wen nehmen wir jetzt? Komm, wir nehmen mal eine alte, wir nehmen mal hier diesen SRS A38G. Würde ich sagen, machen wir einen schönen Schnellstart. Umgekehrte Strecke. Und los geht's. Ja. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich könnte ja die Strecke Nummer 10 aufteilen, sozusagen. Weil letztes Mal habe ich ja auch nicht so viel bekommen. Ich meine, also als wir das letzte Mal die Strecke gefahren sind, haben wir ja schon deutlich mehr bekommen. Aber war auch nicht... Ja, habe ich mir auch ein wenig mehr erhofft. Ja, da weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Weil eigentlich ist die Strecke schon ziemlich cool. Wir müssen, also umgekehrt fahren wir sie dann nicht mehr. Also das können wir uns dann ja abschminken. Weil so wenig, das, ja. Nee. Aber gut. Was ist das jetzt hier? Achso. Ja. Wo müssen wir denn hin? Eins ist alles klar, gut. Gut. Ja, und ich muss da echt sagen, so bescheiden ist das Wetter momentan draußen gar nicht. Also, zumindest gestern und, vorgestern nicht. Fand ich gar nicht schlecht draußen. Dachte ich ja. Oder hat Süd. Wettervorhersage war ja so ein bisschen, regnerisch, haben sie es gemeldet. Kälter. Aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Natürlich hat sich abgekühlt. Aber mal schauen, was der heutige Tag bringt. Heute ist es ja noch kälter. Okay. St. Martinstraße Süd. Ach, guck mal, wir fahren ja mit unserem Gaming-Bus. Ich brauche bitte ein cool. paar Fahrkarten. Schüler. 1, 2, 3. So. 20, 40, 60, 80. Vielen Dank. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. So, einmal normal. Dann macht das 2,80 zurück. Ja, die letzte Folge habe ich Danke. Auch im Voraus aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Wartet mal kurz. Möchte ihr mit einsteigen? Und da habt ihr auch recht. Ich bin tatsächlich dieses Mal knapp über Rot gefahren. Ärgerlich, aber okay. Wir hatten ja wirklich schon Orange, als ich es gesehen habe, sozusagen. Stiftgasse. Und dann war es schon zu spät. Ja, aber die meisten Miese haben wir ja durch die Unfälle gemacht. Ich kann mich eigentlich nur an einen dran erinnern. Aber ich glaube, es waren zwei hat bei mir in die Kommentare geschrieben. Meine ich. Ja, Strecke Nummer 10 aufteilen, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. 1, 2, 3. Bitteschön. Weiß ich da, also wenn man die aufteilt, Danke, sagen wir mal. Lieber. Ich brauche eine Wochenfahrkarte für Senioren, bitte. Wie viele Bushaltestellen haben wir denn da? Achso, Woche, ne? So. 2, 4. Danke. Auf jeden Einen Fall wäre es ja schon crazy, wenn wir bitte. Durch die aufgeteilten Strecken sozusagen Neulich die zwei Teile mehr verdienen. Und ja, das ist irgendwie schon ein bisschen abgefahren, muss ich sagen. Worum geht's da? Du bist eine magiebegabte Person, die versucht, den Untergang deines Volkes Danke, zu verhindern. Danke, mein Lieber. Du kannst jederzeit Dinge durch Telekinese aufheben, den Boden verformen und all das mit elementarer Magie kombinieren. Du solltest es dir holen, Mann. Dann können wir online im Koop-Modus spielen.
Nächster Halt. Cool. St. Martinstraße West. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir letztes Mal hier verdient haben, aber ist ja auch egal. Wir fahren. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß, wir haben es eilig, aber, ne? Jetzt haben wir. Das läuft. Sehr schön. Und tatsächlich war nicht Steam schuld, mit dem Internetproblem. Weiß nicht, was da los war. Also Steam hat wohl funktioniert. Ich weiß es nicht. Nicht. Keine Ahnung. Guck mal, jetzt unser Nummernschild, dieses Mal erkennt man es. Ich weiß gar nicht, bei welchem Bus das war. Da war es doch verdeckt, meine ich. Ach, je nachdem. Hallo Trainer. Auch, ne? Ich kann heute nicht zum Training kommen. Ich bin ausgerutscht und es tut etwas weh. Anscheinend wird es schnell verheilen. Das hat auf jeden Fall der Arzt gesagt. Gut, bis zum nächsten Training. Tschüss. St. Martinstraße, West. Ich brauche nur eine Fahrkarte. So, dann macht das 3,60 Euro zurück. Danke. Einen schönen Tag. Bitteschön. Einmal links abbiegen, bitte. Nächster Halt, Schillerstraße. Ihr merkt, ich bin heute hochkonzentriert. Naja. Ich hoffe, das Ganze geht jetzt auch pünktlich online, denn ich nehme jetzt, ja, man kann sagen, mittags vorher auf. Schillerstraße. Einzelfahrt für Senioren. Aber ihr seht, die Folge ist diesmal sehr, sehr, sehr frisch. Einmal schöner, okay. Auch 3,60. Bitteschön. Danke, mein Lieber. Auf geht's. Nächster Halt. Südtiroler. Und ich finde, das Wochenende, das ging schon wieder viel zu schnell um, ne? Was meint ihr? Oder sagt ihr, hey, wieder Montag, wir freuen uns? Oder sagt ihr, nee, lieber noch Wochenende? Ja, aber wie gesagt, momentan die ganzen, oder jede Woche geht eigentlich schnell um, kann man sagen. Das ist echt Wahnsinn. Wow. Wobei der Mai natürlich auch viele Feiertage hat. Es kommt natürlich an, welches Bundesland, glaube ich mal. Oh, hier ist ein wenig Stau. Ja, aber so ein Event haben wir echt lange nicht mehr gehabt, muss ich mal jetzt so sagen. Also, dass wir, weißt du, also viel Verkehr haben, Baustelle oder Feiertag. Ne? Okay. Möchte keiner. Gut, dann fahren wir. Fahren wir doch mal ab. Ich liebe dieses Wetter. Ich mag, wie es die Stadt aussehen lässt. Sehr
Majestätisch. Nächster Halt, Meisenstraße. So, das ist hier Einbahnstraße, das sehe ich doch schon. Bitte drücken Sie den Knopf für einen Haltewunsch erst, nachdem der nächste Halt angekündigt wurde. Ja, müssen wir mal aufpassen, ne? Bei so welchen Straßen, dass wir die Autos rechts nicht mitnehmen. Aber auch das regen wir hin. Oh, warte mal, ich habe heute gar nicht den... warum sagt ihr denn nicht? Sagt mal. Ich habe gar nicht den Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert gehabt. Aber ist nichts passiert bis jetzt. Jetzt habe ich ihn ja aktiviert. Ganz geschillt wieder zurück in unserem Stadtteil. Oder? Sind wir schon so weit? Es geht bald nicht. Es geht einfach so schnell hier. Erstmal schauen. Ja. Rosengasse, ja. Obwohl ich diese umgekehrte Strecke, natürlich kommt es auch auf ein Ergebnis an, eigentlich ganz angenehm, ganz angenehm finde, wenn man so, ja, direkt so, ihr wisst, parallel zum anderen Stadtteil fährt. Also, neulich ist auch viel geradeaus gefahren gerade. Was ist passiert? Anscheinend hat mein Mitbewohner einen kleinen Staubsaugerroboter, der sich automatisch einschaltet. Ich hatte keine Ahnung, was los war oder woher das Geräusch kam, bis ich ihn gesehen habe. Ich dachte, das Haus stürzt ein. So, guten Tag. Meisenstraße. Junge. Da scheinen schon wieder Zwillinge. Das ist echt, also... Ja, okay. Soll es geben, aber... Das ist natürlich schon... viel. Viele Zwillinge hier in der Stadt Sunny Springs oder Menschen. Unbefriedigend. Was? Oh Gott. Oh Gott. Habt ihr jetzt nicht gesehen, oder? Sorry. Das ist, wenn man erzählt. Ja, toll. 60 Euro. Nächster Halt. Oder so. Goethestraße Ost. Ich fahre eiskalt erstmal über Rot. Ich glaub's nicht. Ey, da ist man so vertieft. Da ist man wirklich so vertieft. Was zu sagen? Und da passiert's. Da passiert's einfach. Deshalb, ne? Sprecht niemals mit dem Busfahrer. Wobei ihr natürlich nicht gerade mit mir spricht, ne? Sprecht. Sondern ich mit euch sozusagen. Es ist schon abgefahren. Bist du sicher, dass das der richtige Bus ist? Ja, die Karten-App auf meinem Telefon meint, mit dem Bus haben wir die kürzeste Strecke. Ja, okay. Schönen guten Tag. Es steigen natürlich, können wir vorstellen, viele aus. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich jetzt nicht. Okay. Hey, also... Okay, ich hätte es gedacht, weil ich eine rote Ampel überfahren habe, dass jetzt auch viele aussteigen werden. Aber das ist ja wohl nicht der Fall. Ich glaube, nächster Halt, Laurinstraße. Die haben sich ja schon alle so dran gewöhnt, an mein Fahrverhalten. Ja, aber dieser, muss ich ja auch sagen, dieser Geschwindigkeitsbegrenzer, der ist schon praktisch. Ich hab gesehen, 30 sind wir gerade gefahren und dann hat er selber wieder freigegeben auf 50.
oder? Hier war doch, ist doch 50, oder? Oder sogar 70. Ja, müssen wir gleich mal schauen. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt, bitte. Ups, jopp. Einmal normal. 80. Oh, shit. Ach, shit, 85. Danke. Ja, 5 Cent hier. Wir können eigentlich auch so eine Trinkgeldkasse mal hier vorne hinstellen, oder? Also das... Wann steigt die Party? Es ist keine richtige Party, sondern... Trinkgeldkasse. Eher ein gemütlicher Abend mit Freunden. Um 8 Uhr geht's los. Oh, Trinkgeldkasse. Nächster Halt, Goethestraße. Was zu trinken wäre super. Vielleicht auch Eis? Aber ich glaube... Also, glaubt ihr, da schmeißt ihr mal was rein? Das, dann müssen wir uns natürlich noch bessern. Hier mit unserem Fahrkünsten. Ja, das wäre doch mal ein Mod, ey. Trinkgeld-Mod. Goethestraße. Ja, obwohl man... Oh. Obwohl man ja nicht richtig Trinkgeld sagen kann, ne? So. Wenn... Ach, habe ich jetzt... Hallo? Oh, sorry. Wie kann man das denn? Ja, hallo, Trinkgeld ist auch. Ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Doch, ist ein gutes Wort. Schülerin. Danke, mein hat es sogar passend. Ach ja. So, wir können weiter? Nee, wir können noch nicht weiter. So, jetzt können wir weiter. So, rechts abbiegen. Nächster Halt, St. Pauluskirche. St. Pauluskirche, Kehr. So, jetzt links abbiegen. Ah, jetzt... Pass auf, wir haben jetzt gleich wieder... Wir haben jetzt gleich wieder rot und da ist es schon. Ach ja, ach ja. Ach, wir sind jetzt schon wieder über der Zeit, aber... Leute, was soll's? Was soll der Geiz? Wir zocken jetzt hier noch weiter. Diese Strecke. Ich finde das eigentlich immer ist so ein ganz guter Abschluss, hier so eine Strecke zu beenden. Mitten der Fahrt, weiß nicht. Ist immer natürlich kritisch. Letzten Tage nicht genug ausgeruht. Ich bin auf St. Pauluskirche gearbeitet. Tut mir leid. In Ordnung, wir unterhalten uns später. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt, bitte. Eine normale Einzelfahrt, selbstverständlich. Das kriegen wir hin. 2,80. Vielen Dank. Gut. Jetzt noch einmal links abbiegen. Nächster und da kommt Halt. Schon wieder was. Rosengasse. Krankenwagen. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all links, Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Finde ich aber ein ganz, also ist ein ganz hübscher Bus, ne? Was sagt ihr dazu? Das mir passt zum Sonntag. Alles vorgeplant natürlich gewesen. Nein. Habt ihr am Anfang gesehen. Zufall. Sag ich mal. Worauf man gerade Bock hat. Oder was einem gerade so im Sinn kommt. So, 30er-Zone. Hä? Stand da nicht 30? Oder 50? Sag mal. Aha. Wie würdest du mich einschätzen, wenn ich in der Vorstadt wohnen würde?
Ich würde dich bestimmt noch mögen. Der Geschwindigkeitsbegrenzer war aus. Schon gut, vergiss es. Habe ich aber einen E-Mann gemacht. Gut. Aussteigen. Ja, die, weiß nicht, diese, wie gesagt, diese Polster. Nee. Deswegen MAN. MAN ist auch gut. Aber wir brauchen natürlich auch mal eine Abwechslung. Wobei, wie gesagt, die Polster sind hier natürlich ziemlich öde, ne? Ist natürlich auch eine ältere Möhre. So, 6530. Was haben wir denn vorher verdient? Erstmal schauen. So, wir können jetzt Stufe 21 werden. Oder, weiß ich nicht. Oh, wir haben ordentlich abgesahnt nochmal an Kohle. So. Jawohl, 21. Sehr schön. Eieiei. Hui. Oh, neue Werbung. Cool. Rote Ampel, 80 Euro sogar. Ui. Ui. Was habe ich jetzt gesagt? Wie viel haben wir verdient? 11. Also Strecke 11. Haben wir da einen Rekord eingefahren? Also, ein besseres Ergebnis als letztes Mal. Das ist natürlich... Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Jetzt habe ich eben die Zahl von eben, was ich gesagt habe, schon wieder vergessen. Naja, macht ja nichts. Schaue ich mir halt die Folge nochmal. Oder schaue ich mal eben die Folge. Oder ich schaue mir nochmal den Anfang an von der Folge, weil da sieht man es ja deutlicher. Ich würde sagen, ich werde jetzt die Fahrer mal selber wieder umsetzen. Eine Strecke weiter. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis morgen. Ciao.